Ich grüße euch bei einer weiteren Ausgabe von Autogrammstunde. Heute geht es darum, das aktuelle Nuviso-Comic Nummer 8 zu signieren. Und dafür habe ich mir eingeladen, Andreas Beutel. Du bist unseren Zuschauern ja auf jeden Fall auch schon länger bekannt, denn wie eben in diesem Heft ersichtlich wird und behandeln wir hier Themen, die wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon drüber geredet, seit 11 Jahren schon miteinander angehen. Aber kennen tun wir uns ja schon wesentlich länger. Ja. Darüber reden wir gleich. Aber in diesem Format geht es ja darum, hier diese tollen Comics für unsere Sonderedition zu signieren. Und deswegen, Stift hast du. Und wir fangen einfach an und versuchen nebenbei ganz multitasking-mäßig trotzdem ein Gespräch zu führen. Und den Namen nicht zu vergessen. Wir versuchen es einfach mal. Genau. Ich fange an. Wir haben uns schon einen Ort ausgesucht, wo wir unseren Klaus drunter setzen. Und dann heißt es Stift frei. Ja. Ich bin bereit. Ja, Andreas, ich habe es gerade schon angedeutet. Wir kennen uns seit 2008, glaube ich. Das ist auch die Zahl, die ich im Kopf habe, ja. Ja? Ich würde jetzt sagen, Exopolitik-Kongress haben wir uns kennengelernt. Der war 2008, ja. Da hattest du einen Vortrag gehalten, die harmonische Ordnung des Universums, kann das sein? Mhm. Ja. Da haben wir uns kennengelernt. Ich denke ja, da hatte mich der Robert Fleischer eingeladen und da war ich mit der Harmonik da und ist, glaube ich, heute noch einer der besten. Also das Video gibt es noch im Netz bei 600.000 oder als letztes Mal geguckt habe. Ich weiß nicht mehr, wo wir jetzt stehen, aber der ist weit verbreitet. Und damals war ich noch, Copyright und was wird das jetzt, wenn jemand kostenlos meinen Vortrag filmt und ins Netz stellt, ist das gut und sowas. Und also darüber hast du dir damals Gedanken gemacht? Ja, ja. Und heute ist das ein Werkzeug, dass man eben darüber Informationen rausgibt. Ja, das siehst du mal, wie lange wir das schon machen. Mhm. Genau, und wir haben dann 2011 zusammen du hast in dem Film Epos Dei mitgewirkt. Ja, genau. Mit einem Kapitel über die heilige Geometrie und die Blume des Lebens. Mhm. Und genau dieses Kapitel habe ich hier für diesen Comic mit aufgegriffen. Ich kann es ja mal aufblättern. Das sind natürlich ganz viele. Der Axel ist drin, ja. Axel Klitzke ist auch drin. Ja. Das ist dein Kapitel. Und wir haben halt in dem Heft vieles aus dem damaligen Film, 11 Jahre ist das jetzt schon wieder her, ja, nochmal aufgegriffen, weil es eigentlich vom Informationsgehalt, ja, genauso aktuell, ja, es ist eigentlich absolut zeitlos, dieses Thema, was wir damals in dem Film abgehandelt haben. Und deswegen dachte ich mir, ich rühre das mal wieder auf. Das ist sehr schön, ja. Wie bist du denn zum Thema eigentlich gekommen? Ja? Also du hast dich mit heiliger Geometrie, Blume des Lebens auseinandergesetzt. Ich weiß, dass du mit Ranvalo Melchisedek, dass er dich auf die Spur mitgebracht hat, aber was hat dich denn überhaupt zu Ranvalo Melchisedek gebracht? Das ist eine noch ältere Geschichte. Ich hatte ja Physik studiert, also war mitten im Physikstudium, hatte eine Sternwarte in Dresden und habe mich beschäftigt mit alternativer Wissenschaft. Also du hattest eine Sternwarte in Dresden? Ja. Eine eigene Sternwarte oder warst du Leiter? Oder wie? Ich hatte eine eigene Sternwarte, ja. Cool. Also ich bin so richtig mit Besucherpublikum? Mit Besucherpublikum. Also machen wir mal ganz kurz die Sternwartengeschichte. Ich bin ja auf dem Weißen Hirsch aufgewachsen in Dresden. Das ist ein Stadtteil, der dann im Turm von dem Uwe Tellkamp. Auch so ein sehr umstrittener Mensch. Ja, ja, richtig. Genau. Sein Bruder ist mit meiner Schwester in eine Klasse gegangen. Insofern ist das da alles. Also Weißer Hirsch kennt man sich so ein bisschen. Und da gibt es wiederum das Ardenne-Institut von Manfred von Ardenne. Auch sehr spannend. Genau. Und der wiederum hatte eine Sternwarte, die, also er hat zwei Sternwarten, eine an der Straße und eine auf seinem Privatgrundstück. Und 94, 95 oder so habe ich da angefragt, weil ich mich für Astronomie interessierte. Gibt es denn jemand, der diese Sternwarte hat? Ich möchte mal durchgucken. Und wir waren in der Schulklasse da irgendwie zu DDR-Zeiten mal drin. Und da haben die gesagt, nee, wir haben niemanden, aber wenn Sie wollen, können Sie die Sternwarte haben. Bei wem hast du da gefragt? Bei Manfred von Ardenne? Beim Institut direkt, ja. Also ihn habe ich leider nicht getroffen. Das hatte ich nicht mehr geschafft. Der ist dann, ich wollte ihn noch treffen und ist aber dann doch gestorben. Also, ja.
Für alle, die es nicht wissen, wer ist Manfred von Ardenne? Ein deutscher Privatforscher, der in Berlin, Lichterfelde, ein Forschungsinstitut hat und sich recht früh mit Elektronenstrahlphysik beschäftigt hat. Einer der Miterfinder der Elektronenstrahlröhre, des Elektronenstrahlmikroskops und dann also Beschichten mit Elektronenstrahl, und er war sehr nah dran an der Atombombe, wenn nicht überhaupt mitbeteiligt. Also A, in der deutschen Forschung könnte man vermuten, und auf jeden Fall ist er dann nach dem Krieg 10 Jahre nach Russland gegangen, nach Sotschi, und hat dort weitergearbeitet und ist dann eben zurückgekommen und hat in Dresden das Institut eröffnet und war wohl das einzige Privatinstitut, was in der DDR erlaubt war. Und ich hatte dann zum Beispiel, also eine Zeit lang, das gab es dann eine Spaltung in Fraunhofer und Ardenne, und da hatte ich bei Fraunhofer gearbeitet und die hatten einen Teil der Technologie von Ardenne, wo du mit einem Magnetfeld, ein torusförmiges Magnetfeld, im Vakuum aufbaust und Elektronen reinbringst, die dann durch das Magnetfeld forciert werden, auf die Oberfläche aufzuschlagen und dadurch Materie rausholen, und dann hast du ein Gas sozusagen. Mhm. Und ich hatte ein Spiegelteleskop, wo der Spiegel neu beschichtet werden musste. Und das wurde mit so einer Anlage, das nennt sich Spattern, das ist eine Spezialtechnologie, die von denen entwickelt wurde, wurde gespattert. Das heißt, erst eine Aluminiumschicht drauf gedampft. Und der Vorteil ist halt, du kannst das über die Stärke des Stromes und die Zeit steuern, wie dick die Schicht dicke werden soll. Und also Aluminiumschicht, und dann kommt eine Quarzschicht drauf, damit das Aluminium nicht oxidiert, und dann hast du eine schöne spiegelte Oberfläche. Und die haben für ESA und sowas gemacht, und dann bin ich mit meinem kleinen 20 cm Spiegel hingekommen. Und hast du dort bedampfen lassen. Genau. Für die Kaffeekasse, für ein Päckchen Kaffee. In einer Anlage, wo auch ESA-Spiegel und so rumlagen. Ja. Aha, und da hast du dann die Sternwarte übernommen, geleitet? Oder? Genau, ja. Und dann habe ich es erstmal nur für mich. Das war dann auch schön. Also wir kommen irgendwie nachts von der Party zurück. Ah, schöne Sternhimmel, gehen wir nochmal raus. Ja, komm. Ich hatte den Schlüssel immer einstecken und dann nochmal das Dach aufgeschraubt. Das war so ein 4 Meter Durchmesser mit Holzkuppel, die man drehen konnte. Und dann Linsenfernrohr, 3 Meter Brennweite, 20 Zentimeter Durchmesser, was also schon ein Oschi ist. Und dann haben wir da durchgeguckt. Und natürlich gibt es auch viele Dresdner, die da dran hängen. Und die haben dann immer gefragt, oh, können wir mal eine Führung machen? Und dann habe ich angefangen, Führungen zu machen und Vorträge zu halten. Und darüber bin ich überhaupt erst zum Vorträge machen gekommen. Und wie kommt man dann vom in die Sterne gucken zu Trunvalu Melchisedek? Naja, ich war dann eben bei der Physik gelandet, die mich sehr interessierte, und hatte an der TU studiert. Und gleichzeitig aber festgestellt, dass ich doch eher ein visueller Typ bin als der reine Mathematiker. Also ich kann rechnen, aber für mich ist eine Formel eingängiger, wenn ich weiß, was sie tut. Also da muss ich sie mal in Excel stecken oder in MATLAB und ein paar Zahlen reingeben und dann mal gucken, wie verformt sie denn die Zahlen, damit ich begreife, was macht denn die Formel. Nur die Formel auswendig lernen ist langweilig. Mhm. Und in der Zeit also habe ich mich mit Schauberger und sowas beschäftigt und Tesla. Insofern kannte ich schon die Randbereiche. Und dann im Studium zu sitzen und dann die Professoren zu fragen über freie Energie, die wussten dann immer nichts. Und dann dachte ich, nach 5 Jahren, ehe du dann in den innersten Kreis kommst oder so. Und das war ein Aspekt. Und der andere war, ich war bei einer Konferenz über freie Energie und da drückte mir einer ein Buch in die Hand über Drunvalo. Wann war das? 96 im Januar. Und das Buch fand ich spannend, und als ich die Geometrie da drinne gesehen habe, habe ich gemerkt, wow. War das dieses große blaue? Nee, das kam später raus. Es war ein Weinrot, so ähnlich wie der Pullover von Bob Frisell, Zurück in die Zukunft. Okay. Und da habe ich gemerkt, diese Geometrie, die spricht mich an. Das ist eine Bildsprache, mit der kann ich gut. Und da bin ich dann relativ kurz danach auch zu einem Seminar gekommen über Drunvalo, oder wo Drunvalo das Material weitergegeben wurde. Und da sah ich nur da, ja, genau das ist das, was ich empfinde. Und dann bin ich da halt tiefer eingestiegen, relativ schnell dann auch zu einer Lehrerausbildung gekommen und habe angefangen, das Material zu unterrichten. Mhm. Also du bist 96 selbst erst mit der Blume des Lebens sozusagen konfrontiert worden. Mhm.
Also diesen Staunen- und Aha-Effekt, den du sozusagen dabei hattest, ja, also das, den hatte ich eben auch, als ich, und ich meine, das war auch 2008, in Dresden diesen Blume des Lebens-Vortrag von dir gefilmt habe. Ja. Da wurde ich sozusagen von dir auch das erste Mal mit dem Thema konfrontiert und mir ging es da ähnlich. Ich habe auch nochmal im Schnitt angeguckt, dachte, boah, welche einfache Genialität da drin steckt. Ja, wie so ein Beatles-Song irgendwie so. Ja. Das hat mich seitdem auch nicht wieder losgelassen. Ja. Wie gesagt, in Epos Dei war das dann eins der Kapitel unter der Überschrift Die geheimnisvolle Ordnung. Weil es eben auch auf diese Geometrie der Blume des Lebens zutrifft. Ja, sie offenbart halt ganz viel Wissen und die Faszination über dieses Gebilde haben nur Kinder, die über dieses Wissen wiederum nicht verfügen. Und Erwachsene können diese Faszination zurückgewinnen, wenn sie erkennen, welches Wissen da drin steckt. Ja, und das ist das Faszinierende, was ich erlebe durch Vorträge oder Seminare, was das mit den Menschen macht, wenn sie mit dem Zirkel zeichnen. Ich kann das absolut bestätigen. Aber man braucht, also was mich getriggert hat an der Blume des Lebens, sind natürlich diese ganzen Analogien, die man hat. Einmal eben auf der mathematisch-geometrischen Ebene ist es schon mal interessant. Es ist ein interessantes mathematisches Konstrukt, weil es halt auch schon viele Dinge beinhaltet, wie eben Pi und solche Naturkonstanten, Goldener mathematischen Schnitt, Fibonacci-Reihe. Genau, das steckt da alles schon drin. Ja. Also so die mathematischen Grundkonzepte, die wir eben auch in der Natur finden, die sind da definiert. Und man findet sie auch, eben auch in theologischen Konzepten wieder gespiegelt. Das fand ich eben besonders interessant, weil ich mir eben die Frage gestellt habe, inwiefern wussten die Verfasser der Evangelien oder die Erbauer der Pyramiden, ja, oder generell die alten Kulturen, kannten nämlich dieses Wissen ja ganz offenbar. Offenbar kannten die das, ja. Es gibt ja den alten Mythos, obwohl es eigentlich kein Mythos eben mehr ist, vom Fall der Menschheit, dass wir in irgendeiner Form aus irgendeinem höheren Bewusstseinszustand gefallen sind und jetzt hier eigentlich so suchen wie verlorene Kinder, wo kommen wir denn eigentlich her, wer sind wir denn? Und das Wissen gab es immer, dass es also als Legende weitergegeben wurde in Einweihungslehren und so weiter. Gibt es etwas, woran du glaubst, also überzeugt glaubst du, wie jetzt die Katholiken eben an ihr Glaubensmodell, also bist du jetzt ein Anhänger der Präastronautik, was ist jetzt mit UFOs, Aliens und so weiter, hast du ein einigermaßen festes Weltbild oder sagst du auch, ach, ich bin für alles offen, Wissen tue ich gar nichts, aber gibt es so eine Tendenz? Es gibt schon eine Tendenz, ja. Offenbarst du sie uns? Da muss ich aufhören zu schreiben, dann kann ich... Also, beides geht nicht. Naja, nicht immer. Und bei so tieferen Themen ist es schwierig. Also, was ich erlebe, was es mit den Menschen macht, was es mit mir macht, dass die Geometrie wie eine Hintergrundebene beschreibt, die einfach existent ist. Ich erkläre das immer, du guckst auf einem Computerbildschirm oder auf dem Fernseher einen Film an, aber das geht nur, weil es da eben in HD Matrix gibt, die dir die Möglichkeit gibt, überhaupt diesen Film zu gucken. Und der Matrix ist erstmal egal, ob du jetzt Horrorfilm, Liebesfilm oder Dokumentation oder sowas anguckst, aber die Matrix ist da. Also der Fernseher ist ein Dekodiergerät für einen Schwingungssalat sozusagen. Das, genau, und aber auch dieser Schwingungssalat alleine, dass der dekodiert werden kann, das ist ja noch eine Ebene dahinter. Und so ist eben die Geometrie wie ein ausgelegtes Muster, dreidimensional, fraktal, ineinander geschachtelt, was erstmal da ist. Und natürlich gibt es gibt nicht den Schöpfer oder so, dass man jetzt sagt, der alte Mann mit dem weißen Bart oder sowas, sondern Bewusstsein als Urkraft. Also so wie Gravitation ist eine Kraft, die einfach da ist, wo man auch nicht sagen kann, da gibt es einen Anfang oder so. Und Bewusstsein ist auch eine Kraft, die da ist und die überall durchfließt. Also die fließt durch diesen Tisch, durch dieses Heft, die fließt durch dich durch mich durch. Aber es ist immer die gleiche Kraft. Die kann sich unterschiedlich ausdrücken. Also insofern, dass es sozusagen ein überordnetes Bewusstsein gibt, von dem wir beide nur Teilbewusstseine sind, weil ich jetzt hier gerade damit interagiere und du eben hier. Ja. So.
Das macht schon den Unterschied aus. Das aber eigentlich sind wir trotzdem das gleiche Bewusstsein. Wir sind das gleiche Bewusstsein, ja. Aber es gibt, wenn du ins Herz gehst, also ich habe ja die Geometrie dann, oder über Drunvalor hat er uns ja noch weitergeführt, ins Herz zu gehen. Und im Herzen gibt es so einen Punkt, wo du mit allem eins bist. Wo es diese Trennung zwischen dir und mir nicht mehr gibt. Aber in dem Moment, wo du es versuchst zu beschreiben, die wieder zerstört wird. Wie so Momente, wo man eine Ahnung hat. Weil Sprache was Dreidimensionales ist und diese Herzenergie aber eigentlich nichts Dreidimensionales. Richtig, ja. Ja, das ist das Problem, dass wir Schwurbler eben haben. Ja, man kann mit Worten eigentlich die Realität nur grob umreißen, aber niemals wirklich abbilden. Ja, das geht mit Sprache nicht. Nee. Weil Sprache ist schon nur ein Teil der Realität ist. Ein Teil kann niemals das Ganze darstellen. Und vor allem unsere Sprache, also oder jede Sprache. Es gibt ja nicht die Sprache, sondern es gibt ja auch unterschiedliche Sprachkonzepte. Also wir haben die deutsche Sprache, die ein bestimmtes Konzept hat, und andere Sprachen haben eine ganz andere Logik da drin. Naja, es gibt im Prinzip die Ursprachen, aus der sich dann viele andere herausgebildet haben. Ja. Alle romanischen Sprachen haben halt Latein als Ursprung. Und Latein ist dann sozusagen die Ursprache. Und diese Ursprachen, das sind eigentlich die interessanten Sprachen. Alles, was sich daraus entwickelt hat, ist schon uninteressant. Mhm. Aber die Ursprachen, die beruhen ja oftmals auf mathematischen und auch geometrischen Konzepten. Ja. Ja. Also, soweit ich weiß, ist das Arabisch, dieses Alphabet, aufgebaut aus nur diesem einem Symbol, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Und wenn man das sozusagen mit per Schatten an die Wand wirft, ergibt sich daraus das arabische Alphabet. Ja. So hoffe ich, habe es jetzt nicht komplett falsch gesagt. So. Aber, und dahinter stecken ja, genau wie im Hebräischen, ja, da ist es noch deutlicher, eben mathematische Konzepte, wo du die Worte, teilweise so eine einfache Weisheit wie Mama plus Papa gleich Kind tatsächlich auch noch eine mathematische Bedeutung gewinnt. Und da ist aber meiner Ansicht nach die interessantere Frage, die auch uns beschäftigt oder beschäftigen sollte, wie können wir denn Informationen über lange Zeiträume übermitteln? Also wie, nehmen wir an, es gibt eine außerirdische Zivilisation, die der Menschheit einen Impuls gibt und die muss jetzt den Menschen Informationen geben, so dass die sich nicht die Köpfe einschlagen. Und auch in 500 Jahren noch jemand die Möglichkeit hat, diese Informationen zu lesen und zu dekodieren. Im Originalzusammenhang. Da finde ich das, was bei den Hebräern gemacht wurde, zumindest vom Ansatz her spannend zu sagen, du darfst keinen Buchstaben hinzufügen oder wegnehmen, als fast oberstes Gebot sozusagen, sonst zerstörst du das ganze Universum. Bei der Tora, ja. Genau. Und dann ist das Alphabet eben so aufgebaut, dass jeder Buchstabe einen Zahlenwert hat und dadurch solche Kombinationen wie bei den Worten, was du sagtest, entstehen können oder überliefert worden sind. Weil unsere Sprache selber ist ja unser Alphabet ist ja ein bisschen verwaschen. Die Unterscheidung zwischen I und J, die gab es ja in früheren Alphabeten zum Beispiel nicht. Oder das W, was sagen wir im Englischen zum W? Das W heißt, es ist kein eigenständiger Buchstabe zum Beispiel. Ja, und das gab's, ja ein Doppel-U. Ein Doppel-U, genau. Ja. Ja, naja, wie gesagt, also alles, was sich aus den Ursprachen heraus entwickelt hat, hat eigentlich hat keine tiefere Ebene mehr. Mhm. Dieses ist wirklich nur ein rein semantisches Kommunikationsinstrument ohne tiefere Bedeutung. Was aber trotzdem immer noch mal manchmal hervorkommt, also dieses Konzept der Wortwurzel zum Beispiel. Der Konsonant ist die Materie und das Vokal ist das Geistige. Und die Wortwurzel MTR zum Beispiel. Wo kommt die vor? MTR? Naja, Mutter. Mutter. Materie, Matrix. Aha. Mutter, Materie, Matrix. Ja, da sieht man, oder solche Analogien aufzumachen oder solche Verbindungen, das regt was an in den Menschen, wo die merken, ach, vielleicht ist ja doch nicht alles bloß Zufall, sondern es ist eben doch. In Sprache steckt ganz, ganz viel Wahrheit, aber oftmals muss man erst drauf gestoßen werden, um sie zu erkennen. Mhm. Dinge, die so offensichtlich sind. Eins meiner Lieblingsbeispiele, um das aufzuzeigen, ist das mit den Monatsnamen. Ja. Die also ab dem 8. Monat sozusagen lateinische Namen tragen. Ja? Oktober, November, Dezember, ja, genau. September noch. Mhm. Jetzt habe ich es Oktober, September, November, Dezember. Wir fangen immer an mit dem September, dann kommt der Oktober. September, Oktober, November, Dezember. So. Genau.
So, und es fällt aber niemanden auf. Also jeder weiß es im Grunde genommen, wenn du ihn fragst, was ist denn der Wortstand sept, no? Ja, aus dem Lateinischen, das weiß jeder sieben, ja. Oder oct, dann weiß man es noch, so acht. Ja. Ja. Aber der wievielte Monat ist denn der Oktober? Der zehnte. Ja, aber wieso denn? Ja, und der genau. Sept, der siebte September ist der neunte Monat. So, und im November und Dezember ist es halt Dez, ja, von Dezimal 10, Dez ist der zwölfte Monat. Und wenn du das jemandem sagst, da denkt jeder, ah ja, stimmt, so, hä? Komisch, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Genau. Ja, warum? Wie viele Jahrzehnte lebst du auf dem Planeten, ohne dass du diese Anomalie noch nicht bewusst geworden bist? Ja. Und es gibt natürlich auch eine Antwort darauf, die gibt es im Übrigen hier in dem Heft. So, was für ein toller Cliffhanger. Aber das ist so ein interessantes Beispiel, dass man manchmal, obwohl wirklich selbst im Alltag, jeden Tag, immer gebrauchst du diese Monatsnamen. Ja. Ja, das ist was, das kennt jeder. Aber ich bin selber, weiß ich nicht, erst vor, schätzungsweise vor 10 Jahren vielleicht, so als ich ja Epos.de damals gemacht habe, darauf aufmerksam geworden, dass da ja irgendwie was verschoben ist. Ja. Ja, und wenn du dich fragst, warum, die Antwort ist total spannend. Mhm. Ja, hat was mit narzisstischen römischen Kaisern zu tun. Genau, wie unser Jesusbild. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Was aber auch, weil wir bei Sprache sind, eben unsere Zahlen zum Beispiel. Also das Jahr hat ja 12 Monate. Warum die Zahl 12 zum Beispiel? Und dann unsere Zahlennamen. Wenn du Kinder hast, dann musst du denen ja auch irgendwie erklären, warum zählen wir so, wie wir zählen. Und dann zählen wir 7, 8, 9, 10. Und normalerweise müsste man weiterzählen 1, 10, 2, 10, 3, 10. Ja, so machen wie das meine nicht. Kinder zum Beispiel tun, wenn sie sich das logisch erarbeiten wenn wollen, genau. Wie es weitergeht. 11, 10, ja, 12, 10 heißt es dann manchmal, weil das ist ganz verwirrend. Und dann sieht man, die 11 und die 12, die haben eigenständige Namen. Also gab es mal ein 12er-System, was irgendwie wichtig war, was wir dann noch im Schock oder im Dutzend in der Sprache auch haben. Aber woher kommt das 12er-System? Weil das ist auch so etwas, was für mich noch nicht ganz aufgelöst hat. Wir haben einmal dieses 13er-System, dieses 13-Monde-System, das findest du in der Natur. Und wir haben aber erstaunlicherweise die Einteilung des Jahres in 12 Teile. Mhm. Warum? Weil 13 sind ja viel harmonischer. Du hättest ja 13 Monate, 28 Tage. 28 Tage sind immer 4 mal 7, 4 Wochen pro Monat. Und da kommst du auf eben 364 Tage. Und dieser eine Tag, der dann übrig bleibt, weil es sind ja 365 und ein Viertel, der ist ja auch überliefert als Tag außerhalb der Zeit, ja, der heute ja auch noch am Ende des damals 10. Monats, des Dezembers, als Halloween gefeiert wird. Ja, oder später dann mal irgendwann in Silvester übergegangen ist und so weiter und so fort. Warum die 12? Weil sie sich super gut rechnen lässt. Also wir können ja heute einen Taschenrechner nehmen und irgendwelche Brüche nehmen, aber die 12 ist mathematisch gesehen eine übervolle Zahl. Also übervolle Zahl? Pythagoras hat unterschieden zwischen mangelhaften Zahlen, perfekten Zahlen und übervollen Zahlen. Lass mich raten. Ein Vierbein kippelt immer, ein Dreibein kippelt nie. Ist das diese Analogie, die 3 ist die perfekte Zahl und eine 4 ist schon wieder irgendwie... Nee. Okay, ist aber auch Grundlagen der Zahlenlehre, ist auch schön. Nee, jede Zahl hat eine bestimmte Anzahl von Teilern. Hm. Also außer die Primzahlen. Die haben 2. Nur sich selber und die 1. Genau. Und die 10 meinetwegen, die hat die 1, die 2 und die 5. Und die Summe aus, also 1 plus 2 plus 5 ist 8, also es ist eine mangelhafte Zahl. Weil es kleiner ist als 10? Ja. Aha, und wenn die Summe aus allen Teilern größer ist, dann ist es? Eine übervolle. Eine übervolle. Und wenn sie gleich der Zahl ist, ist es eine perfekte Zahl. Ah, was sind perfekte Zahlen? Die 6 zum Beispiel. Geht durch 2 und durch 1, durch 2, durch 3. Ja, und die Summe ist 6, also es ist eine perfekte Zahl. Aha. Und was sagen die aus? Also kann man damit jetzt irgendwie, haben die eine bestimmte Qualität, so wie die Primzahlen irgendwie? Bestimmt. Also das ist so einfachste Zahlenlehre, die Pythagoreer unter anderem gemacht haben. Ich bin 40 Jahre alt und höre das heute zum ersten Mal. Und jetzt eben die Zahl 12, die hat sehr schön viele Teiler. Die hat die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 6. eben nicht, die 6. So, und sind wir schon bei 14? Genau. Also es sind 16 in der Summe. Und
Wie kannst du es, wie kannst du das ist ja ein Problem sozusagen, die geradzahligen, sagen wir mal, so, und die 5 zusammenzubringen oder die 4er-Struktur und die 5er-Struktur. Und das kriegst du dann eben hin, wenn du 12 und 5 multiplizierst, dann kommst du auf 60. Mhm. Und dann kannst du leicht teilen in einer 5er-Teilung, in einer 4er-Teilung, in einer 3er-Teilung, in einer 6er-Teilung. Und in der 10er-Teilung. Und dann brauchst du keine großen Rechengeräte, sondern du kannst fast alles im Kopf Weil machen. Die 13 schlecht in 4 Jahreszeiten zu Zum Beispiel, ist. Ja. Okay. Also einfach ein praktischer Nutzen. Ich, ganz in der ersten Näherung würde ich jetzt sagen, praktischer Nutzen. Also ein rational praktischer Nutzen. Ja. Weil viele sagen ja, dadurch gehen ja die ganzen Vorteile des Mondkalenders verloren. Weil man dann irgendwie gar nicht mehr so die harmonische Struktur wahrnimmt. Sondern die 12er-Einteilung ja eigentlich disharmonisch ist. Mathematisch zwar praktisch, aber weniger mit der Natur harmoniert als jetzt dieses 13er-System. Ja, aber wenn du das 13er nimmst, das geht eben nicht auf im Jahreslauf. Wenn du es am Mond orientierst, musst du immer wieder nachschieben. Mhm. Ja. Also stellen wir uns vor, wir wachen... Aber genau das ist ja das, was sich mit der Realität mehr deckt. Weil wir sind ja eben nicht dieses Hamsterrad, sondern wir bewegen uns ja durch den Raum. Wir machen ja eine Spiralbewegung, ja. Und keine Kreisbewegung. Und das ist eben der Unterschied. Die 13 symbolisiert die Spiralbewegung durch den Raum und die 12, da bist du eben im Hamsterrad und bewegst dich eigentlich immer nur im Kreis. So. Und das ist ja auch unsere Vorstellung. Ja? Für uns ist die Welt so aufgebaut, die Erde bewegt sich um die Sonne. Also das ist eine Never-Ending-Story. Mhm. So. Dass sich die Sonne ja auch nur, das weiß zwar jeder, aber das ist uns gar nicht bewusst. Dass es eine Spirale ist, ja. Welche Muster wir eigentlich da ziehen, wenn man das mal visualisieren würde. Mhm. Und ich denke, das macht einen sehr großen Unterschied auch im Denken. Definitiv. Also wenn wir... gibt ja so dieses geometrische Rätsel, was wir übrigens hier vorne drauf haben, die Quadratur des Kreises, ja, wo man dann sagt, ja, die Griechen haben die Quadratur des Kreises gesucht, aber wir wissen das heute, dass das gar nicht möglich ist. So suggerieren wir ja, na, die waren viel dümmer als wir sind heute besser und weiterentwickelt. Und dann sagen wir entwickeln uns immer weiter und alles, was vor uns war weniger intelligent, weniger bewusst, weniger wissend, als wir heute sind. Ja, wir sind die Krone der Schöpfung, wenn du einen linearen Anstieg annimmst. Wenn du aber einen zyklischen Zeitlauf nimmst, dann kannst du sagen, oh, vor 13.000 Jahren, vor 26 oder vor x Jahren war schon mal Hochkultur. Mhm. Ja, und da sind wir bei dem, was Axel in Ägypten sieht oder was ich in Ägypten sehe oder was man rund um die Welt sieht. Was siehst du denn in Ägypten? Pyramiden und Steine. Also wo man einfach vor Sachen steht und denkt, nee. Das weiß ich heute noch nicht, wie sie das machen sollen. Ja, die Pyramide, auch das, ja, eins der allerfaszinierendsten Themen, die auch immer wieder, weil sie eben so zeitlos sind und es hat schon Jahrhunderte vor uns Menschen beschäftigt und wird wahrscheinlich auch noch Jahrhunderte nach uns die Menschen beschäftigen, bis irgendwann mal irgendwelche Chaoten kommen und das Ding wegsprengen. Genau, Taliban oder so. Wie die Georgia Guidestones. Ja. Wie lange haben die? Haben nicht mal 50 Jahre geschafft. Nee, haben sie nicht geschafft. Ja. Aber solche Rätsel inspirieren uns ja wieder, wie der Dominik, der sich eben auf die Suche macht. Also wir können natürlich darüber philosophieren und sind uns möglicherweise einig, dass es Hochkulturen gab, dass es Völker gab, die über die Meere gesegelt sind. Aber wie haben sie es gemacht? Und da finde ich die Arbeit vom Dominik halt schön, der einfach sich praktisch hinsetzt. Auch wenn es nicht da jetzt das Hightech-Boot ist, aber er zeigt, dass es überhaupt erstmal möglich war. Und wir lernen an dieser Forschung was, oder eben auch Steinbearbeitungstechnologie, da reden wir auch oft mal drüber. Was konnten die, und da muss man eben mal zum Steinmetz gehen und sagen, ja, erklär mir mal. Ja, das macht er ja. Genau, eben. Genau. Das habt ihr im Cheops-Projekt gemacht, oder? Ja, gut, da gibt es ja bald, ja, jetzt spoilere ich mal, ja, wird es einen zweiten Teil geben, der sich natürlich ganz konkret mit der Steinbearbeitung beschäftigt. Mhm. Und das sind schon ja, sehr faszinierende Dinge. Und Dominik ist halt in der Lage, aufzuzeigen, wie man Dinge, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann, trotzdem gehen. Ja. Also ich war live dabei, wie er mit der puren Muskelkraft von 4 Männern 16 Tonnen bewegt hat. Das wenn es auch nicht viel war, aber wir haben mit 4 Leuten 16 Tonnen
um 15 cm angehoben innerhalb von 20 Minuten. Das fand ich auch. Also manchmal trifft man auf so Sachen, wo man denkt, ja klar, so einfach. Ja. Und das hat mich echt überrascht, aber auch berührt und erfreut, was ihr da gefunden habt mit dem Aufkeilen, was ihr im Cheops-Projekt im ersten Teil gezeigt habt. Das ist genial. Das ist genial, zumal es ja wirklich, wenn man das dann noch so ein bisschen erweitert, und darüber haben wir auch schon ein Comic-Heft gemacht, Comic-Heft 4 war es, glaube ich, wo wir diese Transporthypothese und das Steinhebe-Experiment nochmal genau skizziert haben. Da eignet sich ja ein Comic wunderbar, um das nochmal irgendwie so zu visualisieren, wie das gemeint ist. Und wenn man genügend Zeit hat, ja, und beim Bau der Pyramide offiziell sollen das 20 Jahre gewesen sein, ja, das ist genügend Zeit, um Steine 65 Meter in die Höhe zu bewegen. Ja. Ja. Wenn du dafür 20 Jahre Zeit hast, da reichen dann 4 Leute tatsächlich aus, um diese Systeme, aus denen das Kammersystem besteht. Und es geht ja nicht um diese 2,3 Millionen Kalksandsteine, die sind ja weniger das Problem. Es geht um die 50, 60, 70 Tonner, aus denen das Kammersystem besteht. Aber das sind ja nur, weißt du, wie viele Steine das? Nee, weiß ich nicht. Vielleicht 20 oder so? Nee, das sind mehr. Also sind in der Königskammer alleine sind das 9, die 9 Deckensteine. Dann die Königskammer besteht aus 100 Steinen, da kommt schon was zusammen. Gut, das sind nicht alles solche Klopper. Die Deckensteine und die Entlastungskammern, das sind ja so die großen Steine. Aber wie gesagt, wenn du die alle nebeneinander stellst, hast du vielleicht... Aber auch da hast du genug Rätsel, also... Wir reden ja jetzt bloß über die große Pyramide. Es gibt über 100 Pyramiden in ganz Ägypten. Ja. Und dann siehst du, wo sie eben Granitblöcke wiederverwendet haben. Also wo teilweise sie irgendwie Granitblöcke gefunden haben von einer anderen Kultur und gedacht haben, oh, das ist wichtig, dann nehmen wir die mal für uns. Und haben dann aber gar nicht mehr die Technologie, nicht mal mehr Kalkstein zu schneiden. Dann nehmen sie Lehmziegel und teilweise schichten sie Lehmziegel so hier übereinander, nicht mal mehr versetztes Mauerwerk. Also die sind immer schlechter geworden. Die sind immer schlechter geworden. Im Laufe ihrer Entwicklung. Ja. Die besten Bauwerke standen ganz am Anfang der Entwicklung. Ja. Alles, was davor gebaut wurde, gibt es eigentlich gar nicht so. Das sind die ältesten Bauwerke, genau, die wir finden. Und das sind die immer noch stehen und perfekt sind. Und genau wie die Georgia Guidestones, da kam aber Hightech zum Einsatz, als man die ausgerichtet hat nach Himmelsrichtung. Und Computerberechnungen, ja, und wie das kommt. Und die Pyramide ist da nicht ungenau. Ja? Man hat, glaube ich, ja auch erst von den letzten Jahrzehnten festgestellt per Laservermessung. Ja, wie genau? Also die ist ja nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet, so, und das auf 260 Meter Länge. Und also die pure Menge, die da verbaut worden ist und die Genauigkeit, das ist schon. Aber auch da einfache, manchmal sind es einfache Lösungen. Wie planierst du eine Fläche 250 mal 250 Meter? Wie kriegst du sie komplett plan hin? Wasser. Ja, Wasser. Ja. Es gibt neben der mittleren Pyramide gibt's einen Steinbruch und da siehst du die Steinblöcke und dann steht aber jeweils von dem Stein, oder wo sie die weggenommen haben, so in so 10 cm hoch noch ein Rand und dazwischen ein Wassergraben. Und wenn du jetzt, also sag mal, du nimmst irgendeine Fläche und dann ziehst du da Gräben im Abstand von 5 Metern, sagen wir mal, flutest die, dann hast du das schon mal nivelliert und dann musst du die erhabenen Stellen nur noch abarbeiten, dass die auf Wasserniveau sind und schon hast du eine große Fläche planiert. Also man muss nicht zwingend gleich hier, ich will jetzt mein Laser-Entfernungsmesser, nee, Wasser geht in dem Fall auch. Was jetzt nicht heißt, dass ich die ganze Pyramide erklären kann, aber an manchen Stellen sind es doch einfache Lösungen, die interessant sind. Was sind die Pyramiden für dich? Ich glaube, wir sind uns einig, was sie nicht sind, oder? Eine Grabkammer nicht, nein. Sie sind Einweihungskammern, sie können Wissensspeicher sein. Was haben wir denn noch so für Lösungen? Einweihungskammern, Axel Klitzke redet ja auch davon. Wie ist da deine Vorstellung davon? Für mich muss so Einweihung einen praktischen Nutzen haben. Also rein die Zahlenanalogie vom Axel ist schön und ist auch interessant. Aber wie kann ich es wieder herleiten? Was kann ich damit machen? Ja, kann ich damit Feuer erzeugen oder kann ich damit meine Familie mit Essen versorgen? Wenn ich nur die Zahlenweisheit habe, kann ich damit zum Mond fliegen? Braucht einen praktischen Nutzen. Es muss profitabel sein. Es muss profitabel sein oder nicht mal ein Profit, aber wenn ich etwas habe, was mir die Möglichkeit gibt, mich einzuweihen in das Wissen hinter der Welt zum Beispiel. Ja, dass ich nicht mehr mich hier verloren fühle als Mensch,
wie Geometrie. In einer gewissen Weise ist ja die Begegnung mit der Blume des Lebens für dich auch eine Einweihung. Wenn du kommst in Kontakt mit einem Wissen, ja, und danach ist die Welt nicht mehr dieselbe. Das ist eine Einweihung. Aber konnte ich bis jetzt auch nicht wirklich den mir was, naja, vielleicht schon mit der Arbeit. Aber so grundsätzlich, wo hilft dir dieses Wissen denn konkret? In der Gestaltung von Räumen, von Häusern, von Landschaften. Wenn du es dort anwendest. Wenn ich da anwende, ja. Oder wenn du hier so schöne Wasserkaraffen, genau, ja, verkaufst. Ja. Oder zum Beispiel, ich rede mit Menschen und höre ihnen zu, und weiß, dass wir alle aus einer gleichen Quelle kommen oder dass die gleiche Quelle durch jeden von uns spricht, dann tue ich ihn nicht mehr so leicht als Schwurbler oder sowas ab, sondern, ach, dieser Mensch hat auch seine Erfahrung, der hat genauso seine Berechtigung, er hat seinen Blickwinkel auf die Welt, er wird auf seine Wege zu der Erkenntnis gekommen sein, in der er gerade steckt. Und das lässt mich ja ganz anders mit der Welt interagieren. Es fällt dann auch schwerer, dem anderen irgendwie was anzutun, ne? Ja, zum Beispiel. Das ist dann schon praktisch. Oder ja, gut, unpraktisch. Ich kann nicht mehr zuschlagen, wenn ich den anderen liebe. Ja. Aber jetzt, es tut was. Das Wissen verändert dich. Ja, das geht dann aber über Faktenwissen hinaus. Da muss man das auch verinnerlichen und die Essenz davon schon irgendwie muss dann zu einer, wie heißt das, ja? Wenn man bestimmte Fakten konsumiert, die dann zu einer Erkenntnis führen, mhm, ja? Zum Beispiel, welchen Nutzen hat das Zeichnen mit der Geometrie? Hilft dir, Muster zu erkennen oder Verknüpfungen zu erkennen? Mhm. Und damit kannst du aber auch größere Strukturen... Man übt Puzzeln zum Beispiel. Ja, ganz einfach. So, ja, das hat doch nichts miteinander zu tun. Doch, in der Geometrie kannst du Sachen hier zeichnen, die damit zu tun haben. Ist das... Ich mache jetzt einen Themensprung, aber passt gerade. Ich denke manchmal so, dass das Leid eines typischen Verschwörungstheoretikers ist wahrscheinlich nicht immer, gibt bestimmt auch oft Diagnosen, die eher ins Paranoide gehen, aber ganz oft sind bei Leuten, die es auch logisch argumentieren, die haben halt das Dilemma, dass die eben Verbindungen sehen, für die anderen eben nicht zugänglich sind. Ja. So, und für die anderen ist es dann aber halt automatisch Schwachsinn, weil was ich nicht sehe, ist nicht existent. Mhm. So, und das ist wirklich... Also du kennst das mit Sicherheit auch, ne? Also heute ist es nicht mehr ganz, heute stehst du nicht mehr alleine da, wenn du 9/11 anzweifelst. Aber ich erinnere mich sehr gut, wie es sich anfühlte, 2006, ja, oder so, als du erzählt hast, ey Leute, was da vor 5 Jahren da passiert ist, ey, wir wurden da echt verarscht. Mhm. Ja, das ist, und das war schmerzhaft, das Feedback damals zu erleben. Ja? Das war schon grausam nahezu. Mhm. Ja. Aber heute, das ist ein wichtiger Punkt. Heute hat man den Begriff der kognitiven Dissonanz, wo man also etwas wahrnimmt und das negiert, und diese Schmerzen, ne, dir zu überlegen, eine Regierung eines Landes lässt 3000 eigene Leute über den Jordan springen, um irgendwas zu erreichen. Ja. Das fordert ja irgendwas in dir. Plötzlich musst du dich positionieren. Ach, die Regierung ist gar nicht gut. Naja, der Witz ist ja, wenn du das einmal verstanden hast und dann mal ein Geschichtsbuch aufblätterst, mhm, dann kommt dir die Aussage schon nahezu naiv absurd vor. Ja. Wie, ich war empört darüber, dass die Amerikaner, ja, 3000 eigene Leute opfern. Entschuldigung, das ganze Geschichtsbuch erzählt das. Das macht jeder Staat in jedem Jahrhundert. Nein, unsere momentanen demokratischen Staaten machen das nicht. Nein. Also dann möchte ich schon, dass wir weiter... Heute ist alles besser. Natürlich. Aber das ist genau der Punkt, weil viele Menschen diese Unsicherheit nicht ertragen können, weil das würde ja heißen, ich müsste was tun. Ich müsste ja in irgendeiner Form mich positionieren. Muss man das? Ja. Weiß ich nicht, ob man das muss. Mir reicht es eigentlich aus, wenn sich Leute nicht daran beteiligen, Schaden anzurichten. Die müssen gar nicht kapieren, warum, wieso, weshalb, wenn sie, mhm, zu denkfaul sind. Hauptsache, sie sind nicht aktiv und im Idealfall auch nicht passiv daran beteiligt, diese Welt kaputt zu machen, die Kultur zu zerstören und im Prinzip, ja, auf die plumpeste Propaganda reinzufallen von Leuten, die eine Agenda verfolgen, die egoistisch ist, ja, und nicht zum Wohle aller. So. Du kannst dich ja positionieren, heißt ja nicht zwingend jetzt auf die Straße gehen, Hungerstreik machen oder sowas, oder Georgia Guidestones sprengen. Kann ja auch heißen, ich mache meinetwegen den Gender-Scheiß in meiner Firma nicht mit.
Das ist ja auch eine Positionierung zum Beispiel. Oder ich gehe in die Schule und spreche an, dass die Verdeckung des Gesichtes absolut kontraproduktiv für die Kinder ist. Also was Kommunikationsfähigkeiten, was soziale Interaktionen und so weiter betrifft. Und dass wir das nicht tun dürfen. Wenn man das erkennt und sieht, dass, also ich kann mich natürlich reinreden, die wollen doch nur das Gute. Die wollen uns doch nur schützen. Die wollen doch nur die Pandemie eindämmen und so. Wenn ich dann aber erkenne, nee, die sind nicht immer die Guten, dann muss ich gucken, wo kann ich in meiner Position etwas bewegen. Mhm. Ja? Du hättest ja auch Tititainment machen können mit nur Visor, aber du hast eben... Das hätte ich auch beim MDR haben können, genau. Hätte ich nur dort bleiben müssen. Das ist ja auch eine Form von Positionierung, dass du sagst, nee, ich mache das nicht mehr, ich kann das nicht ertragen. Weil du bist ja, jetzt Schuld ist immer so ein hohes Wort, aber du bist ja mitbeteiligt, mitverantwortlich, wenn du solche Nachrichten rausgibst. Ja, in der Tat, das habe ich mich damals... Ja, das wäre ja auch eine Frage an dich, wann ist es dir das erste Mal aufgefallen, dass... Das? Dass das Fernsehen nicht das ist, was es vorgibt oder dass es gegen deine Überzeugung läuft. Ich glaube, der Gedanke wurde erstmalig durch den Film Wag the Dog gesät, okay. Den ich gesehen habe, noch bevor ich meine Ausbildung beim MDR angefangen habe, was im Jahr 2001 war, dann 4 Jahre anhielt. Ich habe 5 Wochen vor 9/11 habe ich meine Ausbildung begonnen, am 1. August 2001. Ja. Und im Prinzip war die Illusion, die ich davon hatte und das, was ich dann dort erlebt habe, wirklich, das eine war pure Fiction und das andere war dann eben die erlebte Realität. Mhm. Und diese Fiktion, die ich vorher von Medien hatte, ist wahrscheinlich dieselbe Illusion, die meisten anderen haben. Ja. Ja. Für mich heute absolut unvorstellbar, dass man zum Beispiel das... ernst nimmt, was in der Tagesschau kommt oder auf Spiegel liest. Mhm. Das finde ich total krass, dass man das für die Wahrheit halten kann, ja? Sondern dass man das eben nicht in dem Kontext einordnet, es ist das, was der Spiegel schreibt. Ja. Das ist es. Ne? Mehr nicht. Und dann kann man das auch viel besser einordnen sogar, als wenn man das jetzt einfach glaubt, was dort steht. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das extreme Gegenteil, Leute, die nur noch das, was auf Telegram steht, ernst nehmen. Ja. Was genauso manchmal lustig oder seltsam oder was auch immer ist. Also aber wann ist es mir aufgefallen, hast du gefragt? Ja, ich glaube, als ich dann 2002 muss es gewesen sein, das Buch von Matthias Prökers in der Hand und Andreas Haus in die Hand bekommen habe. Fakten, Fälschungen und irgendwas hier, 9/11. Das fand ich sehr detailliert. So, dafür bin ich sehr anfällig, wenn jemand mit Fakten und Widersprüchen, weil dann bewirkt das bei mir irgendwann in der Summe die Erkenntnis, okay, also wenn hier gar nichts passt, ja, ein paar Ungereimtheiten und Widersprüche gibt es, kann man immer herkonstruieren. Aber die pure Fülle an Argumenten hat mich da beeindruckt. Und 2004, als dann Loose Change rauskam, Dylan Avery, da war ich dann restlos davon überzeugt. Und ich dachte am Anfang auch, und ich weiß es auch, dass es so ist, dass die Kollegen das halt schlicht und ergreifend noch nicht wussten. Als 2004 wurde, ist mir schlagartig klar. Ich hatte aber auch schon Bücher dazu gelesen, habe jetzt den Film gesehen und ich wusste, diese Informationen haben meine Kollegen beim MDR einfach nicht. Mhm. Ja. Und ich dachte, ja, wenn mich das so glasklar überzeugt, ja, dann überzeugt das auch die anderen, die sind ja nicht dumm. Ja. Nicht zu ihnen. Also die Erfahrung, die ich dann die darauffolgenden 2 Jahre machen musste, die hat mich erschüttert, weil offensichtlich... Ich will niemandem unterstellen, dass die zu blöd waren, das zu verstehen, sondern es hat sich gar niemand angeguckt. Das wurde vorverurteilt. Mhm. Sagen, das gucke ich mir gar nicht an, das Buch lese ich mir nicht durch. Komm hier nicht mit diesen Verschwörungstheorien. Und das war für mich dann tatsächlich 2006, 2007 der ausschlaggebende Grund, den Film Unter falscher Flagge zu produzieren. Damals war ja nur Wieso und selbstständig und so weiter gar nicht zu denken. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist eine gute Technik von Machthabern, auch das Framing mitzuliefern oder die Spaltung in die Bevölkerung reinzutragen, ja. um die
die Wahrheit aufdecken könnten, erstmal von vornherein unmöglich zu machen. Weil dann kann ich in Ruhe weiter Blödsinn machen, weil die mich oder die jetzt mein Geheimnis verraten wollen, die glauben ja an die flache Erde oder irgend sowas. Und dann, oder die sind rechts oder genau, was man so alles an Frame da drum bauen kann. Ja. Na, George Bush hat es ja auch relativ zeitnah nach 9/11 vor der UNO-Vollversammlung gesagt, let us never tolerate some righteous conspiracy theories, which ship the blame away from the guilty oder irgendwie so. Ja, also der hat das sofort geframed und so wurde das dann auch in allen Zeitungen übernommen. Ja, wenn du da jetzt irgendwie in Richtung, ja, das war doch eigentlich und so weiter und so fort, das kann ja eigentlich gar nicht sein und Pentagon und, ja, wo war denn eigentlich die Flugabwehr und so weiter und wieso haben die hier solche Mickey-Maus-Visa-Anträge eigentlich genau, akzeptiert? Genau, und vier Anschläge gleichzeitig und in Perfektion und... Ja, keine Flugabwehr, kein gar nichts, die Fluglotsen drehen durch und frag sich, warum hat eigentlich an dem Tag jeder versagt? Ja. Ja, das war ein kollektives Versagen und das kann man so nicht stehen lassen, weil es das nicht gibt, das darf es gar nicht geben, ja, dass alle gleichzeitig in dieselbe Richtung versagen. Nee, geht nicht. Ja, das sieht konstatiert aus. Sorry, konzertiert so. Und eigentlich ist sozusagen das Verschwörungsdenken nicht pietätlos gegen den Opfern, sondern das Nicht-Darüber-Reden ist pietätlos gegen den Opfern, weil die haben ja ein Recht drauf, dass die Wahrheit erzählt wird, was wirklich passiert ist, warum sie gestorben sind. Na, von den Opferhinterbliebenen ging ja diese Truferbewegung eigentlich aus. Mhm, ja. Die dann teilweise auch manchmal seltsame Unfälle hatten. Aber jetzt sind wir wieder von dem Wesen des Universums abgedriftet zu 9/11. Ja, ja, stimmt. Mit der Abkürzung über die Pyramiden. Das ist so ein typischer Gesprächsverlauf bei Nubis. Es muss an der Energie in dem Raum liegen. Aber vielleicht noch eine Geschichte. Ich muss überlegen, was schreibe ich hier eigentlich gerade? Wir waren bei der Sternwarte und wie du zu Tranvalo, das hat sie erzählt, Blume des Lebens. Ja, genau, das hatten wir schon. Das haben wir schon abgehakt, ja. Aber eine Geschichte vorher war, ich bin ja 89 mit der Schule fertig geworden. Jetzt rede ich schon wie so ein alter Mann. Aber oh, das war bestimmt auch krass, oder? Mit einem DDR-Schulabschluss, Hochschulabschluss oder was auch immer. Eine 10. Klasse hatte ich 10. damals. 10. Klasse DDR-Abschluss und dann kommt die Wende. Da konntest du ja im Prinzip auch gar nichts damit anfangen, oder? Na doch, ja, doch. Das war doch noch eine gute Ausbildung. Das wollte ich jetzt nicht mindern, aber... Abgesehen von der Rotlichtbestrahlung war ja das Ziel, eine allseits gebildete sozialistische Persönlichkeit zu haben. Rotlichtbestrahlung? Das kann man aber auch falsch verstehen, oder? Eine Rotlichtbestrahlung ist Karl Marx und, ja, ja, und also die ganze Welt. Rote Agenda. Rote Agenda, genau. Aber ansonsten, heute kannst du ja Physik abwählen. Und dort musstest du alles lernen. In der Polytechnischen Oberschule musstest du alles lernen. Du musst Physik lernen, du musst Biologie lernen, du musst Chemie lernen, damit du ein allseits gebildeter Mensch bist. Hm. Und da bin ich heute noch sehr dankbar an vielen Stellen für vieles Wissen, was wir da hatten. Und parallel dazu gab es aber eben die vormilitärische Ausbildung, die wir gehabt haben mit Zivilschutz für die einen und die anderen, die Jungs, die mussten immer ins Militärlager mit Marschieren üben und Schießen üben. Und da haben wir am Anfang schon mit scharfer Munition, aber auf quadratische Scheiben geschossen. Und dann nach der 10. Klasse ging es in die Lehre und da nach 2 Monaten ging es dann gleich weiter mit der militärischen Ausbildung. Und plötzlich waren die Scheiben nicht mehr quadratisch, sondern die hatten Umrisse von Menschen. Und die Koordinaten waren sozusagen in Höhe des Herzens. Das Herz war dann das Quadrat, was du treffen musst. Ja, und es war schwarz, aber die Kreise, weißt du, ja, mit der Punkt das ist so 10 Punkte, 100 Punkte in der Mitte oder so. Und dann hast du die Pistole in der Hand oder das Gewehr und denkst, willst du das jetzt wirklich noch? Solange es nur eine Pappscheibe ist, ist es ja noch okay. Ne? Da drückt man dann halt ab, weil es erstmal keine schlechten negativen Konsequenzen haben. Aber was es halt im Kopf macht. Was es im Kopf macht. Du gewöhnst dich dann langsam dran. Das ist ja eines, was ist die Grundvoraussetzung für den Faschismus? Die Entmenschlichung des Gegners. Dass wir ihm Titel geben, ja, der Russe, der Nazi, der Linke, der was auch immer. Und dann nehmen wir ihn eben aus der Position raus, was wir vorhin besprochen haben, dieses Urbewusstsein spricht durch mich und spricht durch dich und spricht auch durch jeden anderen, durch Fidel und durch George letzten Endes in einer Art auch. Ja, und ihn dann auf dieser Ebene anzusprechen, ist was anderes als eben, naja, das ist ja Vieh, komm, oder so. Aber was ist, wenn man jetzt wirklich ein faschistisches Naziregime bekämpft? Dann kommt ja auch die Entmenschlichung. Ja?
Ist die gerechtfertigt oder wo ist da die Grenze? Du meinst, wenn ich jetzt zur Waffe greife, um in gegen die Faschisten zu kämpfen, ja, gegen die Nazis zu kämpfen. Ja. So. Da findet ja auch eine Entmenschlichung vorher statt. Nein. Oder ist das, ich meine, man kann jetzt natürlich aus historischem Kontext sagen, das ist gerechtfertigt, ja, sowas wie Nazi-Deutschland irgendwie militärisch zu vernichten wollen. Aber Töten ist immer scheiße. Aber auch da gehört ja eine Entmenschlichung vorher dazu. Dass, man sagt bestimmt nicht, oh, wir müssen hier auf die unterdrückten Deutschen schießen. Ja, sondern das sind die Bösen. Die Bösen, ja genau. Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Wie stoppst du einen Gewalttäter oder einen, der über jegliche Grenzen geht? Wie stoppst du ihn? Und wir haben wahrscheinlich aus unserer Kultur so ein, wir wollen keine Waffe eigentlich mehr anfassen, obwohl wir es ja ständig machen und alle mit Waffen versorgen. Aber eigentlich wollten wir ja nicht mehr töten. Haben wir gedacht, aber machen wir es ja. Der Trugschluss ist doch, dass wir denken, dass wir mit mehr Waffen sicherer sind. Oder? Ja, klar, das ist also ein Trugschluss. Man kann vielleicht sagen, okay, es hat die letzten 30 Jahre in Europa irgendwie funktioniert, aber hat das funktioniert, weil wir alle bis an die Zähne bewaffnet waren? Oder weil wir es irgendwie mal 30 Jahre lang, oder weil, anders gesagt, die durch den Krieg traumatisierte Generation mal ein paar Jahrzehnte in der Lage war, diesen Scheiß nicht zu wiederholen. Aber die ist halt jetzt irgendwie so ausgestorben. Aber die Frage, wenn wir über Mitteleuropa reden, welche Entscheidungsmöglichkeiten hatten wir nach dem Krieg überhaupt? Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben in einer Oase gelebt, wo die beiden Großen sich irgendwo auf anderen Spielfeldern bekriegt haben und dadurch konnten wir ein bisschen friedlich in Mitteleuropa leben. Und jetzt tun die großen Schachspieler sagen, oh, jetzt ist mal wieder da Babule dran. Und wie siehst du das? Also ich krieg öfter mal Hinweise hier auf Alois Irrmeier und so weiter. Also wenn er recht hatte, dann fällt das ja offensichtlich in die Jetztzeit. Ne? Seine Prophezeiung vom gelben Strich und so weiter und so fort. Hast du dich damit auseinandergesetzt? Ein bisschen. Früher habe ich gedacht, ja, es ist weit weg, wir sind ja jetzt im Frieden. Und jetzt läuft das irgendwie auf so ein Szenario zu, wo du sagst, ey, das ist aber, hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Also Irma hat ja im Groben und Ganzen so ein Szenario skizziert, dass er gesagt hat, ja, es folgt erstmal eine längere Phase von Dekadenz und plötzlich überfallen die Russen über Nacht den Westen. Genau. Und das wird katastrophal, viele Tote und irgendjemand, darauf wollte sich Irrmeier nicht festlegen, ja, der spricht von einem Ereignis, wo irgendjemand sozusagen mitten durch Europa so eine Art chemischen Vorhang zieht, den er als gelben Strich zieht, der von Stettin nach Triest mitten durch Prag laufen soll und alles, was sozusagen links und rechts kilometerweise von diesem Strich entfernt ist, ist dem Erdboden gleichgemacht und man soll auch nicht mehr durchgehen können. Mhm. Ja, das berichtet Alois Irrmeier. Und das klang natürlich vor wenigen Jahren noch relativ absurd. Ja. Ja. So, aber das hat halt gerade wieder Hochkonjunktur, diese Prophezeiungen. Und es gibt auf Google Maps sogar schon Karten, ja, die alle Prophezeiungen irgendwie hier da eingeordnet haben und dir genau so die sichersten Zonen zeigen und wo du gar nicht dich aufhalten solltest und so weiter und so fort. Das ist ja, wenn man jetzt lange in dem Geschäft drin ist, sieht man ja alle möglichen Seltsamkeiten. Es gibt auch im Schwurbelgeschäft oder was? Im Schwurbelgeschäft, ja. Karte, wo sollte ich ein Haus bauen, wenn denn doch mal der Ozean steigt oder wenn der Polsprung kommt, zum Beispiel. Also das gibt ja alles Mögliche. Oder der Mensch projiziert in ganz viele Sachen auch einfach Angst hinein. Wo ich oft sage, also vor Angst gestorben ist auch tot. Du tust Dinge, weil du Angst hast, dass es passieren könnte und bringst dich dadurch selber in eine ungünstige Position. Und da gab es eben Zeiten, wo man dann, ja jetzt, also Flutjahr zum Beispiel, wo 2002 die Flut war, dann war das nächste Jahr war ein heißes Jahr, dann haben Leute gesagt, ja, es gibt Prophezeiungen, die sagen Flutjahr, Glutjahr und Blutjahr, nächstes Jahr kommt der Krieg, aber er war nicht da. Er ist nicht in Europa, ne? Abgesehen davon, dass ständig Krieg ist. Und jetzt sehen wir eben auch sehr große Turbulenzen und große Umbrüche, aber ich glaube dann auch immer noch an den menschlichen Geist, der da etwas einbringen kann, der da Impulse setzen kann und was verwandeln kann. Das ist ja auch eine
Anwendung sozusagen der Geometrie oder eine Anwendung des Wissens, dass es Hoffnung gibt. Sonst würden wir ja die Arbeit ja nicht machen. Wir können ja sagen, wir machen es wegen des Geldes oder so, aber wir haben ja ein Ideal oder eine Vision, dass man Menschen berühren möchte und was aufklären und so. Ich erinnere mich 2012, ja, am 21. Dezember, als die Welt unterging, da gab es vorher auch diese Form von Prophezeiungen und da gab es auch so, wo ist man sicher? Ja, ja, genau. Und da gab es einen Ort in der Schweiz, der wurde als der sicherste Ort auf der Erde proklamiert, in ganz frühen Prophezeiungen schon so. Der Ort hat eine Kohle gemacht, ohne Ende. Ja. Der hat die Hotelzimmer alle 10-mal so teuer wie sonst. Die haben da, glaube ich, noch extra irgendwas aus dem Boden geschustert, um da einfach nur am 21.12. für 1.000 € die Nacht irgendwie Leute zu herbergen. Ja. Und dann gab es ja den Jahr 2000-Fehler. Weiß nicht, ob Y2K. Ja, genau. 1999, da habe ich mit Freunden dann außerhalb von der Stadt gefeiert, weil wir nicht wussten, was passiert jetzt mit den Stadtwerken. Haben wir dann noch Strom, haben wir keinen Strom? Und dann haben wir auch spaßeshalber angestoßen, so noch 3 Minuten und dann geht die Welt unter und dann ist auch nichts passiert. Ja, das war wie jetzt vor ein paar Tagen, als der Large Hadron Collider einen neuen Energiekollisionsrekord aufgestellt hat. Ja. Genau. Das habe ich mir live auf YouTube angeguckt mit Robert. Ja. Wir haben dann auch virtuell angestoßen auf die letzten 3 Minuten. Okay. Da läuft blub. Ja, ja. Also auch da vor Angst gestorben. Ne? Ich habe auch Leute, die haben sich Leben genommen, aber mittlerweile auch wieder vor 10 Jahren. Weil sie gesagt haben, diese Überwachung halte ich nicht mehr aus und diesen Wahnsinn und sowas. Wo du heute sagst, ja, das ist ja Kindergarten gegenüber dem, was wir heute haben. Und aber eben auch, das menschliche Bewusstsein kann damit umgehen und kann Wege dadurch finden und den anderen in Schnippchen schlagen oder kreativ eben andere Wege finden. So, wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge signiert. Mhm. Gib mir doch mal eins rüber. Da halte ich das hier mal in die Kamera, damit man das mal sehen kann, wie schön das aussieht. Ja. Hier fehlt dann natürlich noch eine weitere Unterschrift. Die wird dann nächste Woche noch in einen weiteren Signierzyklus hinzugefügt. Ich finde das Heft ziemlich klasse mit Leonardo. Ich bin ja so ein heimlicher Leonardo-Fan und die Gestaltung von außen ruft wirklich dieses Feeling der Forscherwerkstatt hervor. Das ist auch ein bisschen provokant, wenn ich ehrlich bin. Hier steckt ja auch viel drin. Vor allen Dingen auf der Rückseite ist ja noch mehr. Ich kann's ja mal hier beides hier hinlegen. Wir haben natürlich lange überlegt und es gibt ja dieses typische Epos-Dei-Cover, ja, was auf der DVD, auf dem Buch und der CD drauf ist, die es schon lange nicht mehr im Handel gibt. Ja, alles also schon. Es gab ja auch ein Buch dazu, muss man ja sagen. Es gab ein Buch dazu, da hast du, glaube ich, auch mitgeschrieben. Ich habe auch mitgeschrieben, ja. Es steht auch bei mir noch im Regal, das Buch. Ah, sehr schön. Und wir hatten auch tatsächlich ein typisches Epos-Dei-Cover gemacht für den Comic. Ich dachte dann irgendwie so, oh, das habe ich jetzt schon 11 Jahre weggeguckt, irgendwie so wirklich. Und dann hatten wir natürlich erst so diese Vitro-Figur, dachte mir, ach komm, probier doch mal irgendwie was damit. So. Und irgendwann kam die Idee, ach komm, weil da halt 2 Leute stehen, hatte ich dann halt eben die Idee, komm, zeig doch einfach Leonardo in seinem Dings so. Und zwei nackte Männer da. Zwei nackte Männer hintereinander stehen, ist doch witzig so. Mhm. Und bei der Rückseite war es dann eben genauso, als wir überlegt haben, was machen wir denn auf der Rückseite? Und irgendwann so, wie aus der Pistole gekommen, komm, mach dasselbe Motiv, nur nochmal von hinten. Ja. So. Und das haben wir dann noch ein bisschen zensiert. Die eine Maschine, die da, sag ich mal, so die intimsten Stellen verdeckt, die stand vorher nicht da. Ja. Eine Zeitmaschine habt ihr auch eingebaut. Ja, du hast es erkannt, genau. Ja, das ist die Zeitmaschine von Orson Welles. Ja. Mal gucken, ob du noch den letzten Hint. Das Fahrrad haben wir noch. Ja, das ist ja typisch Leonardo. Ja. Das ist ja jetzt Vermessungsinstrument. Ja. Ist natürlich auch schwer zu erkennen. Weiß wahrscheinlich, worum es geht, aber wirst es nicht erkennen. Es geht eben um dieses Zeichen hier. Ah, die französische Lilie da? Das ist also das Zeichen der Prieur de Sion. Ah, okay. Nee, das hätte ich jetzt nicht rausgefunden. Ich liebe solche Wimmelbilder, wo man... Ja, ja, natürlich. So, ja. Ah, gucke hier und hier und hier. Da wird dann wieder das Mustersucherkennungsprogramm trainiert, um eben Verschwörungen zu erkennen oder Zusammenhänge zu erkennen. Es gibt Programme, mit denen kann man sich so klassische Adventure-Games zusammenbasteln. Mhm. Ich weiß nicht, so Monkey Island-Style-mäßig. Ja. Oder je nachdem, was dein Grafiker halt drauf hat.
Da haben wir auch schon mal so ein bisschen experimentiert und irgendwann wird es diesen Nuoviso das Spiel geben. Ja. Und Leonardos Werkstatt ist definitiv ein Ort, kann ich mir gut vorstellen, ja. Und wir kommen halt mit der Zeitmaschine an, weißt du, so, mhm. und sind dann plötzlich in Leonardos Werkstatt und müssen dann so Rätsel lösen, mal in die Schublade gucken und sowas. Und am Ende hat Leonardo die Vision nur, weil er einen Comic von euch bekommen hat und... Aber jetzt spoilern wir. Ja, jetzt spoilern wir. Das wird dann eher so der Shakespeare-Plot. Genau. So. Gut, ich würde sagen, machen wir noch eine Handvoll. Genau. Also so eine Handvoll, nicht fünf. Und dann belassen wir es dabei. Und was ich auch schön finde, kannst du beim nächsten Kongress auch Comics signieren? Ja, genau. Jetzt. Das war aber auch eine wirklich verbindende Erfahrung bei dem letzten Kongress. Also wie die Menschen wirklich mit dem Comic rumgegangen sind und dann Autogramme gesammelt haben. Ja, Daniel ist aber auch genial, wie der auf jeden die Fall. Leute porträtiert hat. Ja, da sage ich, Daniel, komm, ich brauche mal Leonardo da Vincis Werkstatt und die zwei Männer, Vitor weiß schon, die stehen da in so einem Art Röhrenrad so mit dem Kreis drumherum. Und das kriegst du dann halt. Genau, ja. Und das nicht zwei Wochen später, sondern manchmal zwei Stunden später. Mhm. Und das, wie macht er das? Ja. Das ist aber auch Bilderdenken, dass du in Bildern denken kannst und dann die Bilder auch umsetzen kannst. Das kann er wirklich gut, ja. Das war auch schön, ihn da mal zu sehen in der Pfennerhalle und zu sprechen. Ja, den nächsten Kongress wird es übrigens im November geben, noch in diesem Jahr. Ah, ja. Da geht es um Dominik wieder. Es geht nur um Dominik, genau. Nein, es geht um diesmal Thema, großes Thema, die Himmelsscheibe. Ja, sehr gut. Ist ja auch ein Lieblingsthema vom Stoner. Ja, das wird auch wieder sehr spannend. Ein archäologisches Fest. Und in der Gegend der Pfennerhau, da ist das ja alles gleich um die Ecke hier. Goseck, wo ich gerne bin, oder Nebra und Langeichstätt und was es da alles gibt. Ein Stück weiter oben Pömmelte und so. Der Hartmut Warm ist doch auch mit drin in dem Comic, oder? Ja. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen, über die kosmischen Bewegungen der Himmelskörper und die Venusblume und so. So, weil darüber sprechen auch fast nicht möglich ist, ehrlich gesagt. Das stimmt, ja. Also du spielst auf die, ja, Signatur der Sphären an. Genau, halt mal in die Kamera. Ja. Wer den Film kennt, der weiß das natürlich. Das ist tatsächlich etwas, was man im Film besser darstellen kann als im Comic. Aber Daniel hat es irgendwie hingekriegt. Wenn man den Lauf der Planeten über längere Zeiträume sozusagen visuell nachzeichnet, dann entstehen fantastische Muster, die sich interessanterweise aber auch als theologische Symbole, uralte Symbole und so weiter auch hier und da wiederfinden lassen. So als ob diejenigen, die diese Symbole, die Blume des Lebens, das ist ja kein erdachtes Symbol, sondern das ergibt sich aus sich selbst. Halt die klassische Zirkelblume, die hat halt nur irgendwann mal jemand gemacht, so, aber nicht erfunden. Aber andere Symbole, wie jetzt zum Beispiel dieses Fünf-Pentagon und so weiter, die oft auch mythologische Verbindungen zu Mars und Venus ganz oft haben. Ja? Also die Symbole, die Mars und Venus repräsentieren, sind interessanterweise dieselben Symbole, die dann plötzlich auftauchen, wenn du Mars und Venus in dem Programm von Hartmut Warm in Verbindung miteinander setzt. Dann denkst du, ist das jetzt Zufall? Oder aber Gottes Willen, über welches kosmische Wissen haben die damals denn schon verfügt? Ja. Da muss ich mal als Astronom sagen, so mystisch ist das dann wiederum auch nicht. Weil wenn du jetzt mal mehr auf dem Feld lebst und den Himmel beobachtest, dann gibt es ja die Sterne, also die Fixsterne, die sich dann drehen. Und dann gibt es die Wandelsterne, die Planeten. Genau. Die verhalten sich komisch, genau. Die bewegen sich eben anders vor dem Hintergrund der feststehenden Sternensphäre, sagen wir mal. Und dann bewegen sie sich vorwärts und dann machen sie manchmal eine Schleifenbewegung. Also sie laufen vorwärts und dann drehen sie rum, dann wird der Merkur retrograd. Und dann läuft er wieder vorwärts. Und wenn man dann die ganzen Knoten in seinem Kopf lösen kann, kommt man eventuell auf die Idee, dass man eben auch selber auf einer Kugel ist. Das, oder zumindest würdest du relativ schnell feststellen, du schreibst einfach mal auf, wo hat Venus das letzte Mal diese Schleife gemacht. Ja. Das ist jetzt, sagen wir mal, ein Sternbild Stier, irgendeine Hausnummer. Ja. Und dann schreibst du auf, wann macht sie das nächste Mal eine Schleife?
Und dann macht es das da in dem Standbild. Okay, da hast du dann die 5 Punkte. Dann, dann kriegst du irgendwann mit, nach 5 Schleifen oder die 5. Schleife ja, ist okay, wieder an der gleichen Stelle. Und dadurch, durch reine Himmelsbeobachtung, kriegst du das Fünfeck sogar mit. Du brauchst gar nicht den Computer. Aber weißt du, was ich krass finde? Ich stelle mir vor, Himmelsbeobachtungen zu Zeiten ohne Fotografie, das, weil, und ohne Lichtverschmutzung, weil der Blick zum damaligen Himmel, sein, da hast du ja gefühlt 1 Million Punkte. Ja. Da diese 3-4 Punkte rauszufinden, die sich über einen längeren Zeitraum, weil du siehst ja die Bewegung nicht, sondern du siehst ja die Anomalie erst, wenn du jetzt sozusagen ein Abbild machst und dann am nächsten Tag guckst und denkst, Moment mal, alle Sterne bewegen sich so, aber der nach da. Na, so. Das ist doch in der Schwurbelsphäre, der Mond ist anders. Der ist nicht mehr da. Gestern ja, Abend gut, der fällt auf. Dieser Punkt fällt ja noch auf. Aber der Mars und die Venus fallen, fallen ja nicht auf. Die fallen auch auf. Die ändern sich innerhalb von Monaten. Und wenn du jetzt irgendwie eine Regel aufstellst und sagst, Mars ist immer da im Stier. Ja, und dann willst du vor deiner Frau angeben, weil du imponieren willst mit deinem Sternenwissen. Und sagst, der Mars ist immer im Stier. Und die Frau guckt doch, na, aber der rote Punkt, der ist doch jetzt da drüben. Warum ist denn das jetzt anders? Dann wirst du es doch schon mitkriegen. Ja gut, dass die sich komisch verhalten, ja, Venus ist auch relativ hell und erscheint als erstes am Sternhimmel, das fällt auch auf. Oder als letztes, Morgenstern oder Abendstern. Weil okay. Du sagst immer, Venus ist am Morgen. Ich find's halt trotzdem eine beeindruckende Leistung, überhaupt erstmal ohne Telemetrie und Video und sonst irgendwas da großartig Erkenntnisse draus zu schöpfen. Und offensichtlich wussten ja schon die alten Griechen, dass wir auf einer Kugel leben. Warum ist das Wissen dann eigentlich wieder verloren gegangen? Nochmal, wegen der Kirche? Oder? Wegen der Kirche, ja. Oder denen, die Kirche übernommen haben. Das muss eine Scheibe sein, erstmal wieder. Naja, ich habe mal einen Artikel gelesen, wo ein Historiker gesucht hat. Es ist die Legende, die hätten immer gesagt, alle im Mittelalter hätten geglaubt, die Erde wäre eine Scheibe. Da hat ein Historiker mal gesucht, wo gibt es denn die Quellen dafür, für diese Behauptung? Und es hat dann festgestellt, das hat die Kirche selber anderen vorgeworfen. Das ist so wie, ach, das sind die Querdenker. Die Kirche hat gesagt, ihr Flat Earther oder was? Das ist so, genau. Es war für jeden klar, dass es keine flache Erde ist. Aber gibt es nicht irgendwelche Galileo-Prozesse oder so, wo die Kirche Galileo als Globe-Prover, ja. Nein, das ist die Diskussion, ist die Erde der Mittelpunkt oder ist die Sonne der Mittelpunkt? Ah ja, heliozentrisch, geozentrisch. Ja, genau. Da ging es nicht um flache Erde oder runde Erde. Und sie bewegt sich doch. Ja, genau. Hast du recht. Also es gab eigentlich nie Flat Earther oder wie? Meiner Ansicht nach nie. Also wer einmal am Meer gestanden hat. Außer heute natürlich. Außer heute, ja. Wer einmal am Meer gestanden hat und mal den Blick weitet und aufs Meer guckt, der meiner Ansicht nach stellt sich die Frage da gar nicht. Ach du, guck mal auf YouTube. Ich weiß schon, was in den Kommentaren hier unter dem Video wieder losgeht. Aber da kann ich auch noch mal aus meiner Sicht was sagen. Wird zwar niemanden überzeugen. Ich überzeugt das, aber ich bin ja schon überzeugt. Du bist schon überzeugt, genau. Also NASA lügt an ganz vielen Stellen, aber an ganz vielen Stellen lügen sie halt nicht. Und die Welt ist halt voll von Amateurastronomen. Und ich weiß, was man sieht, wenn man durchs Teleskop sieht. Ich weiß, was man sieht, wenn man einen Planeten anguckt. Und ich weiß, lass es 1 Million oder 10 Millionen Amateurastronomen sein, die zu Hause ein Teleskop haben. Und hast du schon mal eine Scheibe entdeckt im Universum? Nein. Einen Teller? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich habe mal ein Video gemacht über die Sonnenoberfläche, also Sonnenbeobachtung mit dem Teleskop und was man da alles rauslesen kann, wo du auch ziemlich deutlich siehst, dass es eben eine Kugel ist. Und ich habe sogar schon mal die ISS fotografiert. Aber da brauchst du eine Scheibe davor, oder? Ja, die Sonne. Nee, vor Mond oder vor der Sonne? Für Sonnenbeobachtung muss man gleich sagen, also ganz wichtig, nur Profis ranlassen, dann braucht man einen guten Filter, weil das ist echt eklig. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Mir ist es mal passiert, vor langer, langer Zeit. Ja. Ich habe mir auch mal so ein besseres Hobby-Teleskop gekauft und habe während des Durchguckens rumgeschwenkt am Tag. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was ich eigentlich gucken wollte. Ich glaube, nichts im Himmel. Aber plötzlich habe ich über die Sonne geschwenkt, während ich da mit offenem Auge tatsächlich durchgucke. Und das war auch nicht sehr lang. Das war wirklich relativ kurz. Hat aber gereicht, um 3 Wochen wirklich nur lila Punkte zu sehen auf dem Auge. Mhm.
Also das muss man mal sagen, wie viel Energie man in so einem Rohr sammelt und das fokussiert. Weißt ja schon, wie du mit so einer Linse eine Ameise verbrennen kannst oder so. Und mit so einer Linse sammeln, und das geht ins Auge, das ist sofort die Netzhaut das weg. Geht ins Auge, aber richtig. Ja. Also Sonnenbeobachtung wirklich nur Profis überlassen. Aber jedenfalls ISS fotografiert und die 100.000 Millionen von Amateurastronomen, die können ihre Teleskope nur betreiben mit einer Mathematik mit Kugelerde. Die würden das sofort merken. Wenn Erdachse kippt, merkst du das. Und wenn die Erde eine Scheibe wäre, würdest du es auch merken. Es geht einfach nicht. Das ist nicht so. Ich finde es schon fast lächerlich, darüber Argumente dafür zu liefern. Aber es wird trotzdem niemanden überzeugen, der eben davon überzeugt ist. Ne? Nein. Ist aber auch psychologische Kriegsführung. Ich hatte mal ein Video gesehen von so Flacherdlern, wo also eine Technik war, innerhalb von einer Minute so viel Falschbehauptungen rauszuhauen, dass dein Gehirn kollabiert und nicht mehr kontrollieren kann, was da passiert. Und dann werden da irgendwelche Scheinbeweise geliefert. Mhm. Und du nimmst es dann auf und dann bist du gefangen in diesem Spiel. Und ein Video war so wie Diplomarbeit an der CIA-Hochschule. Schreiben Sie oder produzieren Sie einen Film, um die völlig abwegige Meinung der flachen Erde glaubhaft darzustellen. Glaubhaft darzustellen. Ja, so, genau. Und dann setzt du dich hin und versuchst, übst im Framing. Mhm. Ja, so wie. Es würde mir fast Spaß machen, ja? Irgendeinen absurden Blödsinn zu beweisen. Na, fast wie, was ihr mit dem Dings gemacht habt, wo ihr diese Enthüllungsdoku gemacht habt. Ihr habt da doch auch komplett. Die Framing meinst du? Die Framing-Channel, ja. Ja, also solange du da irgendwas erzählst und einfach nur irgendwelche glaubhaften Happen hinwirfst, die waren ja in dem Fall komplett gefaked. Ja. Das funktioniert, ja. Es hat sogar einige richtig, die waren richtig sauer. Weil wir gerne das annehmen, was unserem schon vorhandenen Weltbild entspricht. Und wenn eben, wenn uns jemand was liefert und das geschickt macht, dann kann er uns eben in irgendeine Richtung lenken, die uns gefällt. Ja. Die aber nichts mit der Realität zu tun Oktober hat. Ist der 10. Monat. Ja. Oktober ist der 10. Monat. Ja. Und wenn du es dreimal sagst, ist Oktober der 10. Monat? Genau. Dann sagt er, ja, natürlich ist der Oktober der 10. Monat. Hm? So, und dann fragst du, na, aber was heißt denn Acht. Ja, genau. Und dann geht's nachdenken los. Und das ist ja eigentlich erstmal der Ausgangspunkt. Wenn du dann im Prinzip wissen willst, warum ist denn das so? Warum ist mir das vor allen Dingen noch nie aufgefallen? Mhm. Dann ist das genau die richtige Frage. Und dann musst du dich nur noch auf die Suche begeben. Und auch wenn viele immer über Google und Wikipedia herziehen, ich habe durch Wikipedia so viel Faktenwissen mir angeeignet, weil Wikipedia hat eben diese geniale Eigenschaft des Verlinkens. Ja? Mhm. Du musst nicht hier, wenn du was liest, die das erst aufschreiben, dann in die Bibliothek gehen, sondern du klickst einfach drauf. Und besonders, ich liebe es, Stammbäume bei Wikipedia zu vollziehen. Ich bin ja irgendwie mittlerweile schon im 16. Jahrhundert bei den ganzen adligen. Das ist ja so interessant, wie diese Familiendynastien, die Strukturen, dieser Inzest auch, diese Blutlinien, ja, also auch dieser Rassismus im europäischen Hochadel, der da Jahrhunderte geherrscht hat, und wie die sich dann alle gegenseitig Brüder und Cousins dann die Welt mit Krieg überziehen, ja, und es ist immer wieder die gleiche Clique und die gleiche Blutlinie. Und genau. Eigentlich, ja. Das ist ja so krass eigentlich. Mhm. Ja. Und im Geschichtsunterricht habe ich davon nie was gehört, nie. Nee, aber das macht das viel spannender. Da wird die Geschichte erstmal lebendig und du verstehst, ach guck mal, das Volk taucht jetzt da auf oder die Familie da und die Handlungsweisen, wo ich sage, der normale Bürger wie du und ich, der würde doch nie so handeln, wie die Herrschenden das tun. Die haben teilweise Handlungsmechanismen mit Kriegsstrategien. Ja, lass mal 3000 über den Jordan gehen, dafür gewinnen wir aber dann den Krieg, da können wir unsere Waffen loswerden und so. So rechnen wir ja gar nicht. Ja, ich glaube, es muss auch einfach mal, wir müssen mal weg von diesem ganzen Framing und die Dinge einfach mal wieder bei der Wurzel benennen. Mhm. Wenn man sich jetzt nochmal Europa anguckt, wird Europa seit Jahrhunderten von einer familiären Blutslinie beherrscht und kontrolliert. Mhm. So. Und am auffälligsten war das war das vor 100 Jahren, als dann wirklich eben der König von England, der Zar von Russland und der deutsche Kaiser alles Cousins waren, alle dieselbe Großmutter hatten, alle vom englischen Königshaus abstammen. Ja. Und da denkst du dann schon, na Moment mal, also wenn so eine Familie so dermaßen über alles bestimmt,
Wollen wir das als Kollektiv? Weil das sind 0,000% von uns. Und wer hat die auserwählt in diese Position? Ja, eben gar niemand. Ne? Die haben sich selber in diese Position irgendwann mal geputscht und seitdem halt die Blutslinie verfolgt. Und das ist ja eigentlich Faschismus pur, wenn du es so willst. Ne? Und das wissen ja die wenigsten, dass das Haus Windsor eigentlich ja aus Deutschland kommt. Ja, das ist ja Gotha. Sachsen-Coburg-Gotha. Und die haben sich getrennt in die Ernestiner und die Albertiner. Und die Albertiner sind in Dresden gelandet. Die haben halt die positive Seite gelebt mit Schönheit. Das waren die ersten, die Kunstmuseen. Das war in welchem Jahrhundert? 1500 oder irgend sowas. Und der andere Teil ist dann nach Gotha gegangen und dann irgendwann nach England übergesiedelt. Und dann haben sie sich umbenannt in Windsor. Aber es sind immer noch die. Gab ja damals den Witz, die reden zu Hause Deutsch. Vielleicht war es auch gar kein Witz. Aber selbst dann, also selbst die Linie, die dann über Prinz Philipp, von Griechenland, ja, selbst die ist ja deutsch. No? Weil das ist ja Mountbatten und das ist ja ursprünglich Battenberg. Ja, ne? Genau. Also eigentlich ist es. Also Namen finde ich da auch spannend, wie die manchmal die Namen verwandeln oder wie, wo du manchmal denkst, das müssen doch Kunstnamen sein, wo eine Information drin steckt. Also mein Lieblingsbeispiel in der Geheimdienstsprache ist immer der Honigtopf, um irgendwas anzulocken. Und jetzt haben wir den Mark Zuckerberg, den Zuckerberg. Das ist letzten Endes auch nur ein Honigtopf. Ja. Ja? Honigtopf, ja. Ja, warum? Der Zuckerberg. Oder eben Bilderberg, die auf den Bildern sitzen, die sie in unsere Köpfe reinbeamen und so. Genau, das ist das richtige Stichwort. Bilder, die wir in Köpfe reinbeamen. Ja. Welche treffende Beschreibung für das neue Nuviso-Comic. Und Andreas, ich danke dir vielmals, dass du mit deiner Signatur den Wert dieser Sonderedition so ins Unermessliche hebst. Und es folgt dann, wie gesagt, noch demnächst das Autogramm von Axel Klitzke auf diesem Heft. Mit allen drei Unterschriften gibt es das dann im Nuviso-Shop. Kann man jetzt auch schon vorbestellen und wird dann nächste Woche ausgeliefert. Und Andreas, ich danke dir vielmals auch für den sehr, sehr interessanten Einblick. Und lass uns das doch demnächst mal wieder im Homeoffice oder mal wieder bei einer Barcode-Sendung fortsetzen. Gerne, ja. Na klar. Vielen Dank fürs Zuschauen, ja, fürs Beisitzen sozusagen. Nuvisoshop.de, wenn euch das Comic interessiert. Und das gibt es auch wirklich nur dort, nur exklusiv, wollte bis jetzt niemand haben von den anderen Vertreibern. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Die nächste Autogrammstunde gibt es, wie gesagt, schon in wenigen Tagen. Und wir sehen uns dann schon bald wieder in irgendeinem anderen Format. Bis dahin.